Sehen Sie in diesem Video endlich der Zusammenbau der Pentaro. Sehen wir, wie wir die Pentaro auf einen Stapler drauf bewegen. Wie wir einen Schmiernippel festziehen. Ja, und das war's auch schon. And now for something completely different. Letztens habe ich mal in meinen Katakomben geschaut und habe festgestellt, dass ich noch einige alte Filmaufnahmen habe, die ich eigentlich hätte wegschmeißen müssen. Aber da ich Pentaro-technisch im Moment nichts zu bieten habe, dachte ich mir, egal, ich stelle das Zeug trotzdem einfach mal online. Sehen Sie nun einen Tony Alessandro-Film von der Restaurampe. In diesem Film zu Gast der heilige El Jürgolo. Und natürlich der only special Gast in diesem Film. Uwe! Nein, nicht ganz, der andere. Ja, genau der. Im neuen Meisterwerk Die Zerstörung der Arten. Allerseits, wir sind auf dem Weg in schöne Lippstadt und dort werden wir eine Affe der besonderen Art abholen. Beziehungsweise nicht der besonderen Art unbedingt, aber zumindest eines besonderen Zustands. Angekommen. Oha. Teilt sich halt vorne wieder mal das Vorderrad. Das zieht es jetzt runter und zieht das ganze Bodenblech bis auf die Kante runter, weil der vorne einfedert. Alter, alles ist fest, nur die Feder, die die einfedern soll, die ist nicht fest. Sehr, sehr, sehr viel später. So, liebe Leute. Nachdem Werner jetzt die Ape abgeholt hat und ich die mit ihm verladen habe. So. Noch einmal einen letzten Blick. Auf das Werk. So sieht es aus, als es verladen wurde. Für das Protokoll, meine Frau hat gesagt, ich durfte sie nicht behalten. Jetzt sind wir auf dem weiteren Weg. Die Ape ist verladen und jetzt fahren wir in den Apenhimmel nach Bayern. Das Ding hat sich zerlegt. Nicht das Nette, dass das auf der Autobahn zu machen. Und hier ist das Resultat. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war heftig. Ich habe den Kasten ins Auto geladen bekommen. Der ist jetzt drin. Und jetzt kann es weitergehen. Ich glaub's einfach nicht. Die Ape dematerialisiert sich gerade auf meinem Hänger. Sowas habe ich überhaupt noch nie erlebt. Halleluja, ich bin angekommen. Der finale Stand ist, es existiert keine untere Ecke mehr. Es gibt keinen oberen Fensterrahmen mehr. Teile der Pritsche haben sich verabschiedet oder sind von mir verhämmert worden. Und das einzige Mittel, um dieses Ding jetzt da wieder runterzukriegen, ist Senior Kam und sein Radladerus. Sie haben einen Radlader? Ich habe einen Radlader.
Ich würde ja jetzt sagen, wir beginnen mit der Demontage. Das wäre aber nicht ganz korrekt ausgedrückt, weil das Fahrzeug hat selber ja mit seiner Demontage während der Fahrt schon angefangen. Sie nennen mich Schlachter. Dass sich da überhaupt noch was dreht, ist schon ein Wunder. Da muss man ein bisschen beispachteln. Wir müssen übrigens mal dokumentieren, wie gut die restliche Stückstruktur von diesem Dach hier tatsächlich ist. Hier sehen Sie, der Ruß aus der Gummimischung löst sich schon. Wir tragen natürlich jetzt eine Schutzmaske. Ach nein, Schutzmasken sind ja aus, wir haben den Virus. Wenn man eine Ecke freigeschnitten hat, kann man die Scheibe mit dem Fuß locker rausdrücken. Nein, warte, ich hab doch bei mir komplett frei. Ja, aber hier diese Dichtung, die ist so steinhart. Steinhart wie ein Rocker. Hast du sie? Okay. Oh, habe ich den wohl kaputt geklopft? Also noch ist das nicht lose. Nicht. Oh, Jürgen! Was? Mach's nicht kaputt! Sehen Sie heute, wie man einen Kotflügel fast beschädigungsfrei deinstalliert. Da hat die Kraft ab. Ah, da kommt sogar noch frisches Öl raus. Wunderbar. Im Motorraum lassen sich leichte Rückstände von einer Zeit draußen feststellen. Dann gucken wir mal in den Kettenkasten. Keine Zeit, wir müssen Beilaufscheiben suchen. So sieht ein neuwertiger Kettenkasten aus von innen. Ein Schuss, ein Schrei, das war Karl May. Lecker, wa? Wir sind überrascht. Wir sind gespannt. Ziehen Sie mal. Oh, jungfräuliche Messingbuchsen. Ne? Siehst du, wie gut das ich halten kann? Du kannst geil halten. Hat dir schon mal jemand gesagt, wie geil du hältst? Ich bin kein Torwart. Mal. Ja. Erste Ape kaputt gemacht, jetzt kann es mit der zweiten weitergehen. Etwas später, die Sonne scheint, es ist der nächste Morgen. Und wir fahren jetzt ins schöne Dietfurt. Und da sehen wir uns die Neuerwerbung im perfekten roten Zustand an. Was wir hier vor uns haben, ist eine MP550 aus irgendwann Ende der 60er Jahre, glaube ich. Und es handelt sich, wie man aufgrund der Glubschaugen da vorne dran sehen kann, um ein deutsches Modell. Also was für den deutschen Markt gebaut worden ist,
und was auch original deutsche Salzwinter gesehen hat, weshalb diese Ape eigentlich an allen erdenklichen Stellen, Enden und Ecken völlig kaputt ist. Und man könnte jetzt natürlich das Viech restaurieren, aber ich glaube, das wird zeitmäßig ein bisschen zu aufwendig. Weshalb wir uns jetzt daran machen und alle noch verwertbaren Teile von diesem Vieh hier abbauen. Sehen Sie hier, was passiert, wenn man zu wenig Zeit für den Job hat? Wie Sie hier sehen, gibt es Schwabacher Verstärkung mit The Only One, der weitaus bekannt aus Euro-Ape-Videos, Monsieur Uwe. Jetzt sehen Sie einen Praxistipp. Sie haben zu wenig Beinfreiheit in der Ape. Tada! Problem gelöst! Der Unterboden ist in leicht renovierungsbedürftigem Zustand. Sil, gib diesem Mann kein Messer. Jetzt müsst ihr schon von alleine kommen. Hier. Ich glaube, die kannst du jetzt fassen. Ja, ja, ist da. Hast du sie drüben? Ja. Beim Nummernschild hat sich auch wieder einiges Biologisches angesammelt. Nicht schlecht. Ich denke, das ist also Vorjura, ne? Steinzeit. Mehr. Alex, nimm mal die Nase voll. Wir machen einmal ist ja eine deutsche Spritverkostung. Es brennt jetzt noch in der Nase. Oh, Alter Schwede, ist das ekelhaft. Boah. Das würde sich als Whisky gut verkaufen. Also Alex, ich nehme jetzt. Die Super Kraft. Uwe, jetzt. Super Uwe. Okay, nicht davor, jetzt. So. Oh, wir sehen zum ersten Mal was dahinter. So, oh, irre, guck mal da. Ja. Ist rot. Muss ich drin. Das ist übrigens die 70er Jahre Edition. Die Ape im Racing-Look mit zusätzlichen 0,2 PS gab es auch mit schwarzen Scheinwerferringen und Karma-Spoiler. Wieder was gelernt. Wir wollen ja das mal der Welt nicht vorenthalten, ne? Das hier ist der Vorläufer der zukünftigen Beleuchtung, die wir überall haben werden. Die Leuchtkörper sind so klein, dass man sie auf diesem Bild nicht erkennen kann. Nein, also wir haben ja jetzt schon festgestellt, warum das so ist. Aber wir wollen euch das ja natürlich auch mal zeigen. Also eigentlich unnütz, aber wenn man jetzt diesen Blink auch noch entfernt, dann weiß man, warum der Kunde das gemacht hat. Wenn ihr bei eurer Ape jemals irgendwas ins Dach bohrt, so ein 8M8er Loch schön reinhaut, macht einfach zwei schöne Blinkleuchten drauf machen. Wir hätten da zufällig zwei übrig momentan. Ich möchte an dieser Stelle mal den Verwesungszustand dieser Ape festhalten. Das hier ist das tragende Element des Chassis und auch die Achsschenkel, die daran hängen, sind nicht mehr ganz in dem Zustand, wie sie eigentlich sein sollten. Und sollte jemand noch irgendwelche Bedenken haben, dass wir dieses Teil aus dem Leben reißen, der kann sich ja mal vielleicht beim Karosseriebauer schlau machen, was es kosten würde, so eine Karosserie bzw. den Rahmen wieder instand zu setzen.
das hintere und die Frontbechern sprengen willst. Und so sieht die MP dann aus, wenn man alles andere von weggeschlachtet hat, so in der Art. Also alle Kabinenreste haben wir jetzt noch versucht irgendwie zu verwerten, aber das Chassis ist halt echt tot. Und wir können natürlich nicht jetzt einfach so wieder nach Hause fahren. Wir müssen ja auch was Sinnvolles tun und wieder eine Ape mitnehmen. Und da haben wir dieses feine Exemplar. Eine 401 aus dem Jahre, keine Ahnung, Ende der 70er, glaube ich. Und die verladen wir jetzt und nehmen sie mit zurück zu uns. Jetzt kann das losgehen. Nebenbei wollen wir auch noch mal eben eines der alten Projekte von Herrn Kamm ein bisschen zur Gesundheit bringen. Diese, im Grunde genommen sehr gut erhaltene AC4, hat das Problem, dass sie kein Gesicht mehr hat, weil das irgendein, keine Ahnung, warum sie das runtergemacht haben. Und jetzt müssen wir mal eben eine Nase verpflanzen und eine neue Gabel mit Scheinwerfer einbauen. Im Moment, glaube ich, ist ja alles gut. Moment. Entschuldigung, das war nicht ganz fertig, aber jetzt, das sieht jetzt zumindest wieder nach Ape aus. Und jetzt können wir beruhigt nach Hause gehen. Irgendwie war das jetzt videotechnisch nicht so berühmt. Aber ich habe mir gedacht, ich stelle das Zeug einfach mal online, weil bis zum Petaro-Video könnte es noch ein bisschen dauern. Und da habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt gar nichts poste, stelle ich einfach mal das Material rein, was ich normalerweise eigentlich weggeworfen hätte. Wenn euch das gefallen hat, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr es blöd fandet, ist auch gut, dann schreibt es auch in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr auch auf unserer Facebook-Seite mal vorbeischauen unter die Abschrauber. Diesen Kanal abonnieren, letztes Video schauen und natürlich, wichtiges Ding, beim nächsten Mal wieder einschalten. Ich sag mal, bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao!